Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht akustisch hört oder auch seht, wir sind bei der DTM am Hockenheimring. An der Stelle vielen Dank an autohero.de. Wir wurden eingeladen. Autohero ist ein Online-Autohaus. Das heißt, über 1000 geprüfte Gebrauchtwagen sind dort im Online-Shop zu finden und ihr könnt quasi online euer Auto kaufen. Die machen das Ganze heute möglich. Deswegen an der Stelle schon mal vielen, vielen Dank. Aber jetzt geht es auch direkt los wieder mit coolen Content. Ich habe noch keine Ahnung, was uns hier heute so erwartet. Mal gucken, vielleicht kommen wir ja ein bisschen an die DTM-Autos ran, weil nach wie vor interessiert mich die Technik auf jeden Fall am meisten. Als allererstes werden wir zu den Red Bull Drift Brothers gehen. Habt ihr ja neulich bei Jean-Pierre schon intensiv in dem Video gesehen, aber ich bekomme heute die Möglichkeit auf jeden Fall mal mitzufahren und ich denke, das lohnt sich auf jeden Fall schon. So, da haben wir den richtigen auch gleich gefunden, Elias. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Gerne. Vielen Dank, dass ich mitfahren darf. Auf jeden Fall. Ich habe gerade schon gesagt, wir werden an den Content von Jean-Pierre auf gar keinen Fall rankommen, weil das war schon wirklich krass. Also sowohl das Fahrerische, als auch ihr als Team, als auch das Video, das war schon geil. Dankeschön für die Blumen. Also ich meine, da haben wir natürlich auch einen anderen Rahmen gehabt. Ja, ja. Hier sind wir natürlich Gast bei der DTM, was ja auch cool ist. Aber trotzdem, also wir nutzen das so gut wir können und ich glaube, da kommt trotzdem was Cooles raus. Erstmal vorab, ihr macht das Ganze seit 2010 als professionelles Driftteam. Ja, also semi-professionell damals natürlich. Also es hat wirklich im Hof von meinen Eltern angefangen, ganz klein, erstes Auto für 250 Euro gekauft und da mit Baumarktwerkzeug dran rumgeschraubt und dann ging es Schritt für Schritt weiter und so der richtige Durchbruch kam dann so, ja, 2015, 16, da sind wir dann so Richtung europäisches Niveau gekommen und da wird es dann natürlich immer mehr und mehr und mehr und so ab 17, 18, da ist es dann wirklich die Profession vollständig geworden. Also bis dahin noch normalen Job und so weiter, alles und nebenher gemacht. Aber ist schon recht steil, ging das dann so bergauf, ne? Weil 10, ja. 11 Jahre ist jetzt ja auch nicht so lang, ne? Nee, ja, also ich meine, es gibt auch andere Sachen, wo man schneller ein Wachstum hat, sage ich mal. Aber bei uns war einfach noch die Sache auch, dass der Sport ja noch sehr jung ist und auch noch relativ klein ist. Ja. Und der musste sich eben auch mitentwickeln. Und, aber es war mega, also ich bin mega happy, dass man das machen konnte. Habt ihr direkt mit einem Auto oder zwei Autos angefangen? Wir haben mit einem angefangen. Mit einem Auto erstmal? Genau. Also, ich glaube, der Herr wäre auf jeden Fall ein Autogramm noch kurz von dir, ne? So sieht's aus. Ja. Okay, dann machen wir das. Ja, 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 guter Schreibtisch, ja, alles gut. Okay, alles klar. Dafür ist die Vertiefung auf der M4-Haube also. Kurz vorweg, was denkst du, worin liegt euer Schlüssel zum Erfolg? Ist es mehr das fahrerische Können? Oder ist es mehr eure Teamarbeit? Oder ist es das Verständnis für die Technik? Oder ist es einfach das Gesamtpaket, alles zusammen? Das Letztere. Also, alles zusammen. Wir sprechen immer vom Dreieck bei uns. Also mein Bruder, sowohl Fahrer als auch sehr strategisch unterwegs, hat auch zwar bei BMW gearbeitet, aber weit weg vom Automobil mit Prozessmanagement, Wertschöpfungsorientierung, Digitalisierung, all so Sachen. Wir haben den Kasra Cosmo. Er hat einen kreativen Hintergrund, also hat auch Design studiert und so weiter. Und wir haben mich mit der Technik. Ja, ja. Und deswegen haben wir halt in den drei Köpfen quasi so die drei Sachen, die ich glaube ich auch denke, dass man als Team heutzutage braucht, um wirklich irgendwo hinzukommen. Also wie es beim Motorsport Sport eigentlich über alles, ist es halt wirklich noch richtiger Teamsport, ne? Genau. Das unterschätzen viele immer, weil du kannst so gut fahren, wie du willst, wenn das Auto nicht funktioniert, hast du halt Pech in dem Genau. Moment, ne? Und da ist auch noch was, also wo dann noch ganz viele hinten dran hängen, ist natürlich in der Technik, also die ganzen Mechaniker und Ingenieure hinter mir. Und in all der Zeit, wo wir fahren, haben wir nicht einen Rennstart verpasst wegen einem technischen Defekt. Krass. Also das ist wirklich beeindruckend. Das ist halt immer das Krasse beim Motorsport, das ist ja wirklich brutal eng durchgetaktet. So, bei mir ist das so, ich komme ja viel so aus dem Viertelmeile-Sport, da gibt es nicht sowas. So, ist einfach anstellen, fahren und fertig. Und hier ist es jetzt nämlich auch schon wieder so, ihr habt jetzt genau einen Slot, wo ihr nachher fahren könnt. Ja. Damit ich das jetzt aber richtig verstanden habe, das ist heute für euch kein Wettkampf, sondern ihr seid nur für die Show hier. Korrekt. Also wir fahren heute eine Show. Wir möchten einfach auch wieder so ein bisschen unseren Sport präsentieren. Also viele kennen es mittlerweile, aber manche kennen es noch nicht. Deswegen machen wir immer so ein kleines, ja, kleinen Mini-Wettkampf in Anführungszeichen intern. Wir fahren erst unsere Qualifikationsläufe, da fahren wir alleine und dann wechseln wir einmal die Reifen, weil die dann schon wieder durch sind und dann machen wir die Battle-Läufe. Und die Battle-Läufe sind das, was wirklich interessant sind. Also das heißt, einer fährt voraus, der andere versucht so nah wie möglich hinterher zu fahren, dann wird umgedreht. Das machen wir nachher. Das machst du dann mit deinem Bruder, Sim? Genau. Ich fahre jetzt gleich aber nur in Qualifikationsläufen mit. Du fährst auch in den Battle-Läufen mit. Battle-Läufen auch mit? Ja, ja. Also wir machen Reifenwechsel, wir haben 15 Minuten. Wir reden hier von Driften auf der Strecke. Ja, wir reden von Driften auf der Strecke. Okay, krass. Ja. Gibt es für das zweite Auto auch schon Beifahrer?
Ja, da gibt es leider auch schon. Jetzt hätte ich dich da gerade reingeschickt. Aber wir haben auf jeden Fall Kameras. Also wir sollten auch das Footage vom zweiten Auto kriegen und von uns im Auto kriegen. Sehr geil. Das wird lustig, ja. Okay, weil ich kenne das von ganz vielen Rennstrecken so, dass sie eigentlich gerade keine Drifterei drauf wollen, wegen Gummi und so weiter. Aber ja, das ist hier kein Problem. Hier nee, also die Hockenheimer ist auch so ein bisschen die Heimstrecke. Die sind da sehr entspannt, glücklicherweise. Natürlich, wir sollen die Markierungen sein lassen. Ja. Und das verstehe ich auch. Die haben ihre Daseinsberechtigung. Ich könnte mir vorstellen, dass es für euch auf so einer Strecke zehnmal reizvoller ist, als irgendwie abgesteckt auf dem Parkplatz, oder nicht? Ja. Ja, ist wahrscheinlich es. Ist es auch schneller. Richtig. Also auch gefährlicher? Ja. Aber da muss man ja so ehrlich sagen, passiert eigentlich relativ wenig mehr. Ja, also im Driftsport ist es tatsächlich so, die Sache ist, es sind zwei Autos auf der Strecke und die sind in der besten oder in der meisten Zeit in die gleiche Richtung mit ähnlicher Geschwindigkeit unterwegs. Auch wenn wir uns mal berühren, sind die Differenzgeschwindigkeiten meistens sehr gering. Ja, ja. Das heißt, die Schäden sind eigentlich überschaubar. Nichtsdestotrotz, es ist Motorsport. Man darf es nicht unterschätzen. Es kann was am Auto kaputt gehen. Man kann plötzlich Kontrolle verlieren und doch irgendwo einschlagen und dann sind halt 200 km/h sind dann auch 200 km/h. Das heißt, ihr wird wirklich bis 200 km/h gedriftet? Ja, also der schnellste Entry, den wir gefahren sind, war 206 am Slowakia-Ring. Das war wirklich das Schnellste, was man bisher trifft, eingeleitet und da dann so halben Meter neben dem anderen Auto. Da ist dann, wo wir dann richtig Spannung haben. Das heißt, Drift einleiten, ab dem Moment wird das Auto dann trotzdem noch schneller? Teilweise auch. Oder einfach nur Geschwindigkeit halten? Also hängt von der Streckenführung ab. Mhm. Es gibt sowohl als auch. Also teilweise müssen wir beim Einleiten dann schon wieder Geschwindigkeit abbauen, weil einfach halt... Weil die Kurve enger wird? Genau, aber wenn man in eine lange Kurve einleitet, versuchen wir meistens so viel Geschwindigkeit wie möglich mit reinzutragen und auch wenn wir quer sind, dann noch Geschwindigkeit aufzubauen. Bin gut. Sollen wir uns das Ding mal angucken? Genau. So, jetzt zum Thema Technik. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich drei einzelne Videos drüber machen, weil ich bin ja so techniknah immer. Ja. Die allererste Frage, was wäre für den Einsteiger dein liebstes Driftauto? Für den Einsteiger? Der schon so wettkampfmäßig so ein bisschen über den Parkplatz, so ein bisschen abgesperrt, mal auf der Rennstrecke und so weiter. Also wenn das Budget mit beachtet werden muss, und davon gehe ich mal aus, dann würde ich jedem zu einem E46 eigentlich aktuell raten. Mhm. Die kriegt man sehr günstig, die gibt es auch schon je nach Ausbaustufe mit mehr und mehr Leistung. Aber wenn man wirklich anfängt, um das zu lernen, sage ich nicht mehr als ein 328, vielleicht 330er, also maximal 200 PS, weil dann muss man mit dem Auto arbeiten, damit es das macht, was man möchte. Mhm. Dann reicht es nicht, einfach Gas zu geben, Hinterräder drehen durch und ich fahre irgendwie quer. Also man muss viel mehr arbeiten, denken und spielen. Und dann lernt man es einfach. Okay, also es ist nach wie vor tatsächlich so, unabhängig davon, dass jetzt hier ein BMW steht, dass die BMWs zum Driften einfach die besten Autos sind. Ja, also die sind vom Grundsetup einfach schon, vom Fahrwerk, von Motor vorne, Antrieb hinten. Man kriegt mannigfaltige Differentiale, Antriebswellen, all diese Sachen kriegt man einfach sehr, sehr gut her. Ja. Theoretisch ist jedes heckgetriebene Fahrzeug mit möglich. Geeignet. Aber es ist halt häufig aufwendiger einfach. Was wäre das erste Upgrade, was du in dem Auto machen würdest? Ich würde als allererstes das Differential schweißen oder ein Lamellendifferential einbauen. Sympathisch schweißen, immer gut. Also schweißen ist halt die günstige Variante. Natürlich, Sperrdiff ist die schönere. Das ist Pflicht. Danach Fahrwerk und dann schon Sitz. Dass man fest drin sitzt. Genau. Das habe ich ganz extrem gemerkt, habe ich auch unterschätzt. Wir haben letztes Jahr angefangen, ich habe von meiner Frau den alten Arbeit 500 genommen und haben den nach und nach immer weiter für die Rennstrecke umgebaut. Okay. Wirklich so von vor der Tür genommen, das erste Mal auf der Rennstrecke. Und dann kommt wirklich irgendwann der Punkt, wenn du Semis und ein gutes Fahrwerk hast, wo du gar kein Gefühl von dem Auto mehr so richtig hast, weil du einfach nur in dem Sitz von links nach rechts fliegst. Ne? Und dann baust du den Sitz ein und denkst sofort, du bist 3 Sekunden schneller. Ne? Ja. So einfach nur, weil du so viel sicherer mit dem Auto fährst. Ne? Und auch die blauen Flecken an den Knie gehen weg. Die gehen auch weg, ja. Okay, cool. So, jetzt haben wir hier aber BMW M4. Genau, G82, aktuelle Baureihe. Wie kamst du zu dem Auto? Wir sind schon seit geraumer Zeit mit BMW in Kontakt über dieses Thema Driften. Und ich meine, sie haben ja auch die M-Town. Finally, letztes Jahr im Herbst hat es geklappt, dass wir wirklich eine Kooperation hingekriegt haben. Also wir sind offizieller Partner von denen geworden. Wir haben 2 Vorserienkarossen hingestellt bekommen und haben die umgebaut, weil das eben gerade das brandaktuellste Produkt war von denen. Und es ist wirklich ein brutales Auto, muss ich sagen. Also auch alles richtig gemacht, das heißt, du sagst, perfekt zum Driften, ja, ideal. Also herausfordernd, natürlich das umzusetzen, weil es gibt keine Teile, es gab keine Erfahrung mit diesem Motor, also S58, der drin ist und so weiter und so fort. Es ist auch sehr groß und auch relativ schwer noch. Das Schwer ist hauptsächlich unserer Zeit geschuldet, was wir in dem Projekt hatten. Groß ist er. Aber für die großen Strecken, wie wir jetzt heute fahren, bombastisch. Perfekt, ne? Ja. Schwer heißt, was wiegt das ungefähr noch? Der wiegt jetzt noch leider über 1,5. Mhm. Also 1500. Geht ja auch noch einigermaßen, ne? Geht noch, genau. Aber da sollten noch 100, 150 Kilo raus. Leistung?
Leistung maximal 1039 PS, 1285 Newtonmeter. Alter, ich dachte jetzt eher, ihr driftet so irgendwie so mit 700 PS oder so in den Dreh. Wenn wir auf kleineren Strecken sind, ja, drehen wir natürlich den Ladedruck runter. Aber mit 1000 PS? Ja. Erhält das gleich ein paar Runden im Drift und so weiter? Wir haben jetzt Weil ich kenne ganz viele, die es noch nicht mal schaffen, mit 1000 PS geradeaus zu fahren. Und das ist ja wirklich nur ganz kurz zwei, drei Gänge fertig. Ne? Und ja. Hier ist ja wirklich Dauerlast. Ja, also der Motor ist in meinen Augen unglaublich. Also das ist der S58. Wir haben den auf dem Motorenprüfstand auch ein bisschen entwickelt. Mhm. Aber natürlich mit unseren Möglichkeiten. Ja, ja. Und wir sind im Wettkampf zuletzt, also das Maximum war eine 9 auf jeden Fall davor. Ich schätze mal 59 sind wir gefahren in Riga, da haben wir die Leistung gebraucht. Ja. Wenn wir auf Strecken sind, wo wir die Leistung nicht brauchen, nehmen wir sie natürlich auch zurück. Mhm. Aber trotzdem, diese Autos haben, so wie sie da stehen, 12 Events jetzt dieses Jahr schon gefahren und haben einiges an Kilometer draufgekriegt und auf Holz klopfen. Toi, toi, toi. Das hat alles gehalten. Das heißt, die Strecke heute ja. Ungefähr an Leistung? Heute schätze ich mal, sind wir so bei 700. Okay. So. Also eher eine langsame Strecke dann eigentlich, ja. Oder? Also das ist so dritter Gang, vielleicht vierter Gang. Vielleicht müssen wir nachher einen Ladedruck ein bisschen hoch. Ich muss auf jeden Fall einmal unter die Haube stellen. Ja, natürlich, natürlich. Das ist Pflicht hier einfach jetzt. Also vorweg, es ist kein Show and Shine. Ja, es muss halt funktionieren. Genau, ne? Es muss funktionieren. Schön machen wir es nächste Saison. Ja. Also wir haben tatsächlich auch die zwei Lader beibehalten. Der andere ist hinten unten versteckt. Mhm. Würde ich mir noch mal überlegen, das war tatsächlich ein Hustle. Also wir hatten einfach gesagt, der Original ist Twin Turbo. Wir machen ihn wieder Twin Turbo, einfach um zu zeigen, das ist noch seriennah. Es geht. Ja, es geht. Und es geht auch, aber es ist nicht ganz ohne. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte noch nicht so viel Erfahrung mit aufgeladenen Motoren und durfte jetzt hier sehr viel lernen. Ja. Boah, aber also ich sag wirklich Respekt, wenn das mit der Leistung so lange hält und funktioniert, ist das schon. Ja. Weil da ist halt thermisch einfach was ganz. Also ich finde es eh Wahnsinn, dass das überhaupt hält, weil so dieses dauerhafte Begrenzergefahre, das ist halt für so einen Motor, boah, beim Zuhören denke ich schon immer so, wann fällt eigentlich das Pleuel raus, so unten wäre. Ne? Ja, also toi toi toi, wie gesagt, bisher fühlt es sich auch vom Fahrersitz her an, als ob der Motor das wirklich will und macht. Und die Modifikationen sind halt unglaublich. Wir haben Abgasseite natürlich gemacht, Lader. Ja, ja. Wir haben auf der Einlassseite haben wir Saugrohreinspritzung zur Direkteinspritzung dazu. Ja, ja. Und wir haben noch den Kopf bearbeitet. Mhm. Das heißt, wir haben Brennraumgeometrie ein bisschen verändert, Verdichtung minimal runtergenommen und das war's. Andere Pleuel drin? Nein. Ein Serienblock? Serienblock, Serienkolben, Serienkopfschrauben und das Ding, also auf dem Prüfstand haben wir es schon auch noch ein bisschen mehr gefordert. Ja. Krass. Was fahrt ihr so an Abgastemperaturen dann so im Peak, im Maximum, so also, im vollen Drift? Da sind wir wirklich grenzwertig. Also da sind wir aktuell noch grenzwertig, haben aber auch noch Möglichkeiten. Wir haben jetzt wieder ein bisschen Änderungen aufgespielt, um die noch mal ein bisschen runterzukriegen. Wir waren wirklich teilweise schon vierstellig, also vor Turbo. Mhm. Und da sind wir dann schon hart an der Grenze. Ja, ja. Also, 1000 Grad ist dann schon. Ja, aber wir wollen eigentlich Richtung das 59, in die Richtung wollen wir. Und ist das Auto abgestimmt wie ein normales Straßenauto oder könnt ihr mit dem Fuß noch andere Sachen machen bei so einem Auto? Also das ist, ich würde jetzt behaupten, es ist relativ nah wie ein Serienauto abgestimmt. Also das fährt auch so, wirst du nachher merken. Also ist jetzt nicht irgendwie so, dass mit mehr Gaspedalstellung ihr auf einmal nochmal mehr Ladung oder sowas macht, das ist ganz normal. Nee. Also wir haben ein paar Setups, die wir mit unserer Motec M142 haben wir da dran und das C1212 Dash. Mhm. Da können wir einfach Ladedruck variieren, also wir haben einfach Schritte von 0 bis 9. Ja. Und ist dann maximaler Ladedruck runter, genauso ein Anti-Lag-System haben wir noch drin. Das können wir dann eben auch von der Aggressivität hoch und runter fahren und Gaspedal-Mapping. Und gerade dieses Anti-Lag ist ja eigentlich auch so die Hölle für alles. Genau, so das ist da, wo wir Probleme haben. Also ohne Anti-Lag, oder was heißt Probleme, Herausforderungen, sage ich jetzt mal. Ohne Anti-Lag laufen die super bei 850, 870, sowas. Läuft das bei maximalem Ladedruck. Anti-Lag heißt, man erzeugt künstlich Ladedruck, indem man die Zündung einfach maximal weit nach spät schiebt. Das heißt, er zündet dann mehr oder weniger gar nicht mehr in den Brennraum rein, sondern durch den Auslasserkanal in den Krümmer. Und das schiebt natürlich die Temperatur nach oben. Ne? Genau, und dann zusätzlich noch ein bisschen Sprit und dann... Ja, und dann geht's rund. Ich sehe hier so quer durchs offene Rad raus. Radträger sind komplett Eigenkonstruktion, gefräst irgendwie alles, ne? Genau, also die kompletten Querlenker und Radträger sind eigenentwickelt für einen Driftsport. Wir brauchen ja deutlich mehr Lenkwinkel an der Vorderachse, auch eine andere Geometrie, weil wir fahren ja, wenn wir eine Rechtskurve fahren, nach links eingeschlagen. Also
komplett entgegen anders. Dem, was eigentlich das Auto das heißt, mal das, gemacht hat. Das kommt war. Auch so ein bisschen noch an, wie die Räder kippen dabei auch so, ne? Ganz genau. Also deswegen fahren wir auch, wenn man jetzt im Geradeaus, haben wir sehr viel Negativstutz. Mhm. Da schütteln manche den Kopf und sagen, das funktioniert doch nicht. Aber man muss sich das angucken, wenn wir einschlagen, dann kommt der Stutz in die Region, wo er wirklich funktioniert, in dem Bereich, wo wir es auch brauchen. Also so zwischen 30 und 40 Grad Lenkwinkel, da steht das Rad wirklich sauber. Danach kippt es dann auch irgendwann nach außen. Aber ein Serienauto kippt einfach viel, viel früher auf die Außenkante und das fährt dann einfach nicht mehr gut. Und das braucht man eigentlich einfach nur, um das ganze Auto zu kontrollieren, weil man einfach über die Vorderachse trotzdem noch lenkt und dirigiert, sag ich jetzt mal. Ne? Das ist wirklich so, wir für einen Wettkampf suchen wir maximalen Grip hinten. Mhm. Weil wir wollen, während wir querfahren, schnell fahren. Also das mit der Geschwindigkeit auch im Drift aufbauen. Weil bei diesen Twin Battles geht es darum, wenn der Hintermann nah dran ist, kriegt der mehr Punkte. Wenn ich ein schnelles Auto habe und ihm wegfahren kann. Kann er gar nicht ran. Genau. Das ist dann der Moment, wo du von 9 auf 10 plus drehst. Genau. Oder auf die 11 dann. Ah, okay, weil normalerweise kennt man das ja Driften eher so, du nimmst die ganz alten Winterreifen, die du irgendwo aus dem Keller gezogen hast. Ne? Das heißt, ihr wollt das gar nicht, ihr wollt nicht. Ah, okay, dann braucht man natürlich auch die Leistung. Ganz einfach, Anfänger. Genau das Richtige. Die alten Reifen, wenig Grip, mal gucken, wie das geht. Wettbewerb ist es dann das Gegenteil und dann kommen genau die Sache. Die 1000 PS brauchen wir tatsächlich auf schnellen Strecken wirklich. Also Riga war 160, 150 Entry und da waren wir so mit 950, schätze ich mal, waren wir da am Ende. Das war das, was wir gebraucht haben. Wahnsinn. Also hätten wir ein bisschen rausgenommen, 850, hätten wir wirklich eine harte Zeit gehabt, das Auto überhaupt weiter quer zu fahren. Krass. Gibt es an dem Auto noch irgendwas, was du sagst, was noch nicht ideal ist, wo er nochmal bei wollt diesen Winter? Ja. Alles. Ich bin ja Techniker vom Hintergrund oder Ingenieur. An allen Ecken und Enden. Ein Rennwagen ist nie fertig. Hm. Ich bin aber schon sehr, sehr happy, wie weit wir diese Saison gekommen sind. Was auf jeden Fall ein Punkt ist, ich möchte, dass alles einfach schöner ist. Das ist sehr, sehr schnell zusammengebaut worden. Es ist okay. Ist jetzt nicht so, dass man sich verstehen muss. Dann das Gewicht ist ein großer Faktor und dann einfach noch mal ein bisschen mehr eigentlich analysieren. Gucken, wo können wir noch uns Sachen einfacher machen. Zum Beispiel die Turbo-Setting oder Setup ist sehr, sehr kompakt alles und schwierig zugänglich, dass man sich solche Sachen einfach noch besser macht. Gibt es aber für euch aktuell Konkurrenz oder fahrt ihr eigentlich nur gegeneinander? Nee, es gibt Konkurrenz. Also wir fahren in der Drift Masters European Championship, das ist die größte europäische Liga und da sind bis zu 80 andere Fahrer noch da. Boah. Und da kämpft man dann erstmal im Qualifying um die besten 32 Plätze. Ja. Und wenn man da reinkommt, dann kommt man in die Ausscheidungsläufe. Nach jedem Ausscheidungslauf ist das Wochenende für einen zu Ende und von den anderen geht es weiter. Ich guck mal vorsichtig auf Uhr, ein paar Minuten haben wir noch. Ja. Warum zwei Bremssättel? Das muss man einfach mal zeigen. Ich dachte, ich gucke nicht richtig. Hätten wir lieber an der Hinterachse angefangen. Das ist tatsächlich, ganz ehrlich gesprochen, eine Notlösung. Ja. Wir haben im Wettbewerb noch 18 Zoll dieses Jahr fahren müssen, einfach aus verschiedenen Gründen raus. Und die große Bremsanlage vom M4 hat nicht unter die 18 Zoll Felge gepasst. Deswegen sind wir von der Bremse kleiner gegangen. Und dann habe ich so geschaut, was gibt es im Teilekatalog und bin dann bei einer Bremse rausgekommen. Habe aber übersehen, dass es ein Bremssattel für die Hinterachse ist. Ja. Und jetzt ist die Zylinderfläche einfach zu klein und wir haben nicht genügend Übersetzung gekriegt, weil wir haben keinen Bremskraftverstärker. Und jetzt haben wir einfach direkt drauf. Das ist auch relativ gut, weil wir bremsen viel mit links, das wirst du nachher auch sehen. Und da hat man, also ich zumindest, ein viel besseres Gefühl, wenn da kein Bremskraftverstärker da hinten ist. Weil die Kupplung meistens auch so hart ist, die man sonst tritt mit links. Genau. So wahrscheinlich, ja. Und deswegen haben wir da quasi die Kolbenfläche vergrößert. Das ist jetzt quasi ein zweiteiliger Vierkolben-Bremssattel. Verstehe. Aber optisch geil. Also ich würde es alleine auch mal anbauen, weil es einfach geil aussieht. Ja, also an der Hinterachse vielleicht noch kurz. Da macht es tatsächlich Sinn. Also das machen wir auch. Das ist auch ein Punkt für den Winter, das dann wegkommt. Hinterachse haben wir zwei Bremssattel. Und da ist es aber bewusst und gewollt so, weil wir den einen auf der Fußbremse haben und den anderen an der Fly-Off. Und dann haben wir keine Interaktion zwischen den beiden. Man kann es auch einfach reinschleifen, die Fly-Off, in den Fuß, aber dann hast du immer das Gefühl vom Fly-Off-Pumpen auf der Fußbremse und andersrum. Mhm. Und so ist es komplett autark. Also der hintere ist für die Fly-Off, vordere ist für die Fußbremse. Krass. Ja, aber da sieht man mal im Detail. Ne? Thema Fahrwerk. Ja. Nur kurz in ein, zwei Sätzen. Worauf kommt es bei einem Driftfahrwerk an? Das wird wahrscheinlich vorne eher weich sein. Und hinten eher hart oder wie kann man das erklären? Schwierig. Schwierig, okay. Ja, schwierig. Aber ist schon ein wichtiger Punkt. Ist jetzt nicht so, dass Fahrwerk egal ist, zwei Stangen rein, fertig. Nee. Ja, extrem wichtig. Also extrem wichtiger Punkt, gibt uns die Kontrolle. Wir versuchen eigentlich sehr, sehr weich. Also im Vergleich zu einem Rundstreckenauto sind wir deutlich weicher von den Federraten, vorne und hinten. Wir sind im Verhältnis hinten weicher als vorne.
Also wir sind vorne steifer als hinten. Ah, okay. Wir wollen tatsächlich, dass wir halt den Grip wirklich auf... Stimmt, ich habe es gerade wieder falsch rum gedacht. Ich dachte hinten kein Grip, aber ihr wollt ja einen Grip haben. Genau, deswegen gerade andersrum. Aber für den Anfänger wäre es wieder das Gegenteil. So, und wir sind mit ST Suspension da zusammen. Mhm. Haben drei Wege einstellbares Fahrwerk, also auch Low Speed einstellbar. Und der Low Speed Druck, den finde ich extrem wichtig für uns. Weil mit dem kannst du als Fahrer einfach das Feedback dir schneller holen. Also wenn das Auto nicht so lange eintaucht, bis dann die Änderung kommt, sondern du hast es direkt da. Was natürlich auch noch mitspielt, ist die Achsentwicklung, also die Querlenker und diese sogenannten Rollzentren. Mhm. Wir fahren keine Stabilisatoren in dem Auto. Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja, okay. Wir fahren keine Stabis. Sorry, jetzt komme ich ins Schwärmen, du kennst mich dann. Wir fahren keine Stabis in dem Fahrzeug und von meinem Bauchgefühl her ist uns das relativ gut gelungen, dass das Auto trotzdem relativ wenig rollt, aber den Grip findet. Mhm. Also bin ich mal auf dein Feedback nachher gespannt, was du so findest. Keine Stabis? Ja. Warum? Also weil das Auto eh im Drift steht und somit gar nicht so wankt? Oder was ist der Hintergrund, warum keine Stabis? Das ist ein bisschen Religion, sage ich jetzt schon fast. Mein Eindruck ist, wenn wir keine Stabis haben, also das linke und das rechte Rad unabhängig voneinander lassen, dann können die besser den Grip finden. Weil ansonsten erhöhe ich ja eigentlich immer die Federrate auf einer Seite mit dem anderen. Und unsere alten Autos hatten auch schon keine Stabis, die haben aber noch relativ viel gerollt, weil wir da eben nicht so viel wie hier machen konnten mit den Rollzentren. Und das viele Rollen ist schwierig zu fahren, weil du dann immer quasi eine Verzögerung hast. Du machst eine Änderung, das Auto muss erst in die Feder rein oder aus der Feder raus. Und bei den Autos muss ich wirklich sagen, die fahren sich, trotz dass sie keine Stabis haben, sehr direkt. Also die Änderungen kommen sehr direkt an. Und somit hat jedes Rad wirklich für sich individuell die Möglichkeit, den maximalen Grip zu finden, ohne von irgendwas anderem beeinflusst zu werden. Also das ist so ein bisschen religiös jetzt vielleicht fast. Ist aber bei uns aber Viertel und halbe Meile auch so, da bauen wir auch Stabis aus, dass mit Absicht jedes Rad wirklich das halt macht, wie es gerade über den Boden fährt und nicht halt von der anderen Seite wieder so ein bisschen hochgezogen wird. Ja, genau. Geil. Ja, okay. Jetzt glaube ich, sind wir auch zeitmäßig bald da, wo wir hin müssen. Wir müssen uns nämlich noch umziehen. Also vielleicht noch das Letzte hier. Ja, das Auffälligste. Das Auffälligste. Das Auffälligste. Jeder, der sich damit wahrscheinlich noch nicht beschäftigt hat, denkt wahrscheinlich, das ist jetzt hier Mittelmotorumbau mit Ausdruck hinten raus. Da nehme ich mal an, einfach für die Show halt. Ne? Genau. Also das war tatsächlich die Inspiration von Jean-Pierre. Mhm. Er hat gesagt, Jungs, hey, ihr baut hier so ein Auto. Und dann so einen luschen Auspuff in Anführungsstrichen. Genau, also lasst euch bitte was einfallen. Und er hat uns da auch schon ein paar Tipps und Ideen gegeben. Und das ist nachher draus geworden. Und ich bin mega happy, dass wir der Inspiration nach sind. Weil ich war eigentlich so am Anfang ein Gegner, weil ja, irgendwer muss es ja umsetzen. Und wenn du da nach unten schaust, das war ein bisschen Action. Wir mussten da, also wir haben einen Benzintank noch auf der rechten Seite sitzen. Und dann noch eine Kardanwelle drunter und wenig Platz. Und wie viel von der Karosse ist überhaupt noch M4? Sehr viel. Weil man sieht ja schon, dass wirklich der eigentliche Käfig, die eigentliche Zelle ist ja schon richtig auf die Achsen und so weiter. Genau. Geht ja überall drauf. Also das dürfen wir mit dem Käfig, aber das Reglement sagt ganz grob gesagt, zwischen den Achsen muss die Karosse bleiben. Okay. Das heißt nur Frontrahmen, Heckrahmen, ist wahrscheinlich aus Gitterrohr und der Rest ist original. Ja. Also bei uns jetzt ist noch ein bisschen mehr original, aber das ist auch nochmal so ein Winterthema dann. Das sieht richtig professionell aus hier, ne? Brutal, Alter. Die wissen auch noch nicht, dass ich den Anzug gleich mitnehme. So, und los geht's. Also ich bin schon mal übelst begeistert, wie professionell das Ganze auf jeden Fall ist hier. Ne? Mit Funkgerät, das heißt, wir hören die ganze Zeit, was das ganze Team redet. Das ist schon Level. Ja, schön, dass du hier bist. Das ist so leider nicht so richtig mein Büro. Zumindest verbringe ich sehr wenig Zeit hier, aber wenn ich sie verbringe, dann genieße ich sie unglaublich. Du bist normalerweise aber studierter Ingenieur, richtig? Genau, ich habe tatsächlich Luft- und Raumfahrttechnik studiert an der Uni Stuttgart. Habe dann auch lange Zeit für Motorsportteams, also Berechnungen gemacht, LMP, WRC, bis auch teilweise zu Formel 1. Hat dann aber relativ lang gedauert, bis ich auch diese Sachen, also dieses Tools und Skills dann irgendwann mal auch hier einfließen lassen konnte. Aber bei dem Projekt wirklich, da war es mega und es freut mich halt auch riesig, dass wir jetzt mal auf einem, in Anführungszeichen, weißen Papier anfangen durften und die Ideen gleich so umsetzen, wie wir sie wollen. Luft- und Raumfahrt, also das nächste Step ist dann auf jeden Fall bei Red Bull im Flugzeug. So ähnlich, ja. Mich hat tatsächlich schon immer das interessiert, dass die Autos besten Fall am Boden bleiben und viel Downforce haben und auch noch leicht sind. Also deswegen habe ich auch Leichtbau und Aerodynamik habe ich dann schlussendlich vertieft und war schon immer irgendwie den Autos verfallen.
So, jetzt sehen wir hier auf jeden Fall ein riesen MoTeC-Display auch, ne? Ja, korrekt. Da ist einmal alles drauf, was das Herz begehrt. Ja, das ist das 1212, das ist deren größtes Dash, was sie haben. Und jetzt gerade haben wir hier die Setup-Page, wo wir dann auch verschiedene Boost-Levels einstellen können und verschiedene Anti-Lag-Settings, verschiedene Throttle-Mapping und so weiter. Also sympathisch ist auf jeden Fall schon mal, es ist extrem übersichtlich, ne? Ist nicht jetzt irgendwie groß verspielt, sondern wirklich nur das, was du sehen musst, ist auch drauf. Genau. Wir haben da noch quasi einmal ein Setup-Screen. Das ist der jetzt gerade. Und dann haben wir hier den Drift-Mode. Da sehen wir dann, wenn wir wirklich, jetzt ist das Auto quasi scharf, jetzt ist auch das Anti-Lag an. Und dann haben wir noch mal eine Cooldown-Page. Und was richtig cool ist, wir haben da auch noch eine Rückfahrkamera. Geil. Kann man einmal hinten rausgucken, ja. Genau. Und du hast das Lenkrad verhältnismäßig tief, finde ich, ne? Ja, das ist richtig und zu weit weg. Jetzt ist es besser. Moment. Entschuldigung. Wie fahren wir rein? Wir würden hier rausfahren. Über die andere Haare. Genau, Richtung Dragster-Strecke und dann hinten links rum, oder? Wir würden sogar entgegen der Rennrichtung fahren bis Ende Dragster-Strecke. Okay. Da Reifen warm machen, dann driften, vorne umdrehen, wieder zurückfahren in Gegend der Rennrichtung, nochmal driften, Reifen wechseln und das Ganze nochmal. Okay. Okay? Du sagst Reifen warm machen, das heißt, ihr müsst richtig auch für Grip die Reifen auf Temperatur haben. Ja, also vor allem die Vorderachse müssen wir auf Temperatur haben, weil die braucht den Grip. Und die Hinterachse geht relativ schnell. Einmal Gas geben, fertig. Ja, genau. Aber auch also bei der Hinterachse, bei den Reifen, wir fahren jetzt. Warte, ganz kurz. Hi Joachim, ich kann dich hören. Kannst du uns auch hören? Perfekt, danke dir Joachim. Also wenn es irgendwas gibt, lass es uns wissen. Das heißt, Motorelektronik ist hier, also gesamte Fahrzeugelektronik ist komplett raus und läuft alles nur über die MoTeC. Korrekt. Also das war auch eine riesige Herausforderung, weil das ist ja ein Direkteinspritzemotor und da gibt es nicht viele Produkte, die das schon können. Und da haben wir wirklich mit MoTeC, wir sind jetzt auch offizieller Partner von denen geworden, über den Robbie in Irland sitzend, also das ist unser Tuner, der arbeitet schon seit Jahren mit denen zusammen. Und es ist tatsächlich auch ein Novum, dass die sowas machen, aber einfach, weil sie das Gesamtkonzept gesehen haben, dass wir Unterstützung von BMW M haben, dass wir so einen Tuner haben und es auch so machen wollen. Weil, ja, wir hätten auch die Direkteinspritzung rausschmeißen können. Sorry. Noch 4 Minuten. Alles klar, danke. Und quasi nur Saugrohreinspritzung und das Ding laufen lassen wie ein 2JZ. Ja, ja. Aber wir wollten einfach auch zeigen, dass es auch so geht. Ja. Also das ist nicht einfach, muss ich auch sagen, hat ein paar graue Haare gekostet. Aber gibt's ja, glaube ich, nur MoTeC und Cyvex, die das können, ne? Ja, genau. Und ABS gibt's gar nichts, alles raus komplett. Alles raus. Dürftet ihr theoretisch im Driftsport irgendwelche elektronischen Drifthilfen benutzen? Sowas wie irgendwie Bremsen antakten oder irgendwie sowas? Oder ist das verboten alles? Wir dürfen, das muss ich gerade überlegen, nee, dürfen wir nicht verwenden. Okay. Also was wir auch nicht dürfen, sind schon die Raddrehzahlen aufnehmen. Also nicht mal. Copy that, copy. Was wir im Driftsport nicht dürfen, ist die Raddrehzahlen aufzunehmen. Also während Trainingsläufen ja, aber während Competitionläufen nein. Weil sie damit schon vermeiden wollen, dass irgendwelche Traktionshilfen oder sonstige Sachen eingebaut werden. Und an dem Auto fahrhilfenmäßig haben wir wirklich in Anführungszeichen nur Software-Mapping auf dem Motor. Wie ist das? Ist hier hinten auch ein 100%iges Diff drin oder ist hier was mit Lamelle drin? Hier ist was mit Lamelle drin. Das ist sogar auch noch das originale BMW-Diff. Echt? Ja. Was? Wir haben aktuell den Motor, also das ist ja ein elektrisch angesteuertes, wo man den Sperrgrad über einen Motor, über einen Elektromotor einstellen kann. Das hatten wir anfänglich aktiv, hatten dann aber auch ein paar Probleme mit und haben es jetzt vorerst mal mechanisch quasi auf eine gewisse Sperrstufe gestellt. Und das ist auch nochmal ein Thema für den Winter. Cool. Ja. Ja, sonst wird es warm hier drin. Ja, genau, das wird dann relativ schnell warm. Okay, ich glaube, wir dürfen. Reifen sind warm. Genau, Reifen sind warm.
Das heißt, was immer witzig ist, das sieht bei euch immer so ultra einfach aus. Weißt du, das sieht so aus, einmal Hebel ziehen, ein bisschen Gas geben, fertig. So, ne? Ja, wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast, dann sieht es irgendwann einfach aus. Ja. Ich hätte gesagt, wir gehen in die erste Single Lap. Viel Spaß. Ich freue mich, los geht's. Dann machen wir das Ding mal scharf hier. Da dann doch bremst. Ja, also das ist tatsächlich, ich lege den Fuß auch häufig nur dorthin und kann damit wirklich die Linie anpassen, ich kann den Winkel anpassen, ich kann die Geschwindigkeit anpassen. Das ist wirklich wie so ein zweites Lenkrad eigentlich. Also die beiden zusammen. Und auf jeden Fall auch, was ich nicht gedacht hätte, ist, du bist ja auch relativ viel am Schalten. Ja. Ich hätte jetzt so gedacht, das fährt man in maximal 2 Gängen das Ganze dadurch. Aber das ist ja schon so, dass ein paar Gänge mehr waren. Ne? Ja, also die Driftsektion bin ich dann tatsächlich doch fast komplett im dritten gefahren. Vermutlich, vielleicht können wir nachher mal noch in den vierten hochschalten oder so. Schauen wir mal. Aber man merkt, wie du sagst, dass das Auto richtig auf Traktion gebaut ist, weil das ist ja richtig, man merkt ja, das ist ja richtig mit Kraft driften. Also wenn du ein ganz bisschen vom Gas gehst, fährt er ja sofort wieder geradeaus eigentlich. Ne? Ganz genau, ganz genau. Ich hätte gesagt, wir machen den Boost auch noch eins hoch hier und dann schauen wir mal, wie die zweite Runde wird. Ah, Boost hoch, immer sympathisch und Launch Control losfahren, finde ich auch immer sympathisch. Ja, rüberwärts fahren wir jetzt entspannt, gemütlich, aber zurück, dann Launch Control wieder an. Dass es dann doch so schnell geht mit den Reifen, ne? Ein paar Kurven. Die waren jetzt aber neu? Die waren neu. Die sind jetzt nicht ganz runter, weil wir ja nicht alles gefahren sind. Aber wenn dann alles passt, dann sind die nach den zwei Runden sind die tatsächlich dann auch durch. Getankt wird auch nochmal. Genau, dann machen wir kurz aus den Motor. Pups macht es dann meistens noch einmal. Und sobald er fertig ist mit Tanken, machen wir wieder an, dass wir auch nicht hier was frittieren. Das muss ich so fahren.
ohne das Anti-Lag erstmal, aber das kriegt man auch irgendwie hin. Das hat man in der ersten Runde gemerkt, dass er zwischendrin immer wieder ins Anti-Lag reingeht. Genau. Wann macht er das? Gibt es da einen bestimmten Moment für? Ja, das ist drehzahlabhängig und Gaspedalstellung abhängig. Mhm. Und ja, je weiter ich vom Gas runtergehe, desto früher, also von der Drehzahl her, kommt er. Grob gesagt, so bei unter 3.500 Umdrehungen, da schießt er auf jeden Fall mit dem Anti-Lag rein. Ah, okay, verstehe. Das heißt, eigentlich macht er das im Moment, wo du gar kein Gas gibst, sondern wo du wirklich eigentlich vom Gas wieder runtergibst, da fängt er im Anti-Lag an. Genau. Dass wir einfach dieses Ansprechverhalten wieder sauber haben. Jetzt können wir wieder starten. Perfekt, tanken ist durch. Genau, dass wir einfach wieder, wir modellieren ja auch relativ viel auf dem Gas, dass wir das dann einfach da haben. Und ist das dann vom Gefühl her in dem Moment so, dass das Auto weiterfährt oder bremst du dabei eher ab? Das Auto fährt weiter tatsächlich. Also wenn ich dann unter die Drehzahl komme und eingekuppelt bin, dann schiebt mich das Anti-Lag quasi. Warte ganz kurz noch. Joe, kannst du nochmal wiederholen, bitte? Okay, Joe, ich hatte gerade ein Problem mit meinem. Ich würde den ersten Chase Run fahren und ich fahre ohne Anti-Lag. Also ich fahre im Cooldown-Mode. Ich würde deswegen erst chasen und gucken, ob alles funktioniert. So, und Getriebe ist hier voll sequenziell Samson. Genau. Ja. Gut, dann fahren wir direkt über den Dragstrip nach hinten. Gut, das passt genau für zwei Battle Runs, Joe. So, jetzt geht's hier in die. Das funktioniert nicht. Ich fahre dir hinterher. So, erste Frage. Ja. Wenn du mit links bremst, dann bremst du aber alle vier Räder. Genau. Also du bremst schon das ganze Auto runter in dem Moment. Wobei wir eine sehr, sehr hohe Bremsverteilung auch vorne haben. Mhm. Also die Hinterachse bremst sehr wenig mit. Mhm. Deswegen bremse ich hauptsächlich die Vorderachse. Weil auf jeden Fall Wahnsinn, wie habe ich gerade schon gesagt, gefühlt arbeitest du auf jeden Fall mit dem linken Fuß mehr als mit dem rechten. Ja. So von der Optik her, weil rechts war schon relativ viel Dauervollgas. Und klar, ständig am Lenken und Handbremse. Ne? Also genau. Ist eigentlich schon geil, weil du musst da wirklich halt alles gleichzeitig machen. Ne? Genau, also das ist genau das, was du sagst. Im Driftsport, meiner Meinung nach, verwendest du alles, was du da hast. Kupplung, Bremse. Alle Register ziehen. Alles und das macht für mich belohnend, sag ich mal. Wenn du denn die ganze Koordination zusammenkriegst und es dann wirklich ein schönes, smoother Run gibt, dann macht es mir richtig Spaß. Und man merkt halt als Beifahrer auch schon, wie krass das Ding hinten Grip hat. Weil es ist halt wirklich so, wenn du ganz bisschen lupfst, ist es ja wirklich auch so, dass das Auto sofort wieder zurück will. Ja. Und du ihn halt wirklich mit Leistung immer holen musst wieder. Genau. Und das hier ist ja jetzt noch, also das sind Straßenreifen. Ja. Das sind keine Semislicks, wie wir es normalerweise fahren. Und es ist noch ein relativ... Ach, ihr driftet normalerweise sogar auf Semis? Ja, ja. Also das ist limitiert durchs Reglement. Wir müssen straßenzulässige Reifen fahren. Wir dürfen maximal 285er fahren. Ja. Und wir wollen schnell sein, deswegen sind es dann Semis am Ende. Okay, das ist natürlich dann noch mal eine andere Materialschlacht am Ende. Ne? Wie ist das so mit Antriebswellen? Antriebswellen, tatsächlich originale BMW-Antriebswellen. Mhm. Wir haben nur welche gekillt in Riga, weil wir über 60 mm tiefer sind schon und wir haben mehr Federweg. Also die Autos sind viel weicher und Riga war extrem wellig. Und wenn wir dann mehr komprimiert haben, ist der Antriebswellenwinkel so ungünstig geworden, dass es die eher auseinandergezogen hat. Also wir haben sie nicht abgedreht, sondern wir haben sie wirklich auseinandergezogen. Und ansonsten haben die gehalten. Also ich bin echt überrascht, weil du hast ja auch gesehen, ich habe ein, zwei Mal habe ich die Kupplung dazu genommen, um das Auto wieder die Drehzahl hochzukriegen. Ein, zwei Mal in jeder Kurve. Genau, und das ist natürlich mit Semis und Grip und so weiter, ist das natürlich alles andere als freundlich zu den ganzen Bauteilen. Und dann auch noch immer so Handbremse gegen die Handbremse fahren, das ist natürlich alles. Genau, also krass. Du ziehst die Handbremse, du hattest Radgeschwindigkeit 200 km/h, puff, ist es auf Null und du machst die Handbremse auf und es ist wieder bei 200 teilweise. Wahnsinn. Das ist halt echt heftig. Also ich muss wirklich sagen, Respekt, hat Spaß gemacht. Cool. Fühlte sich als Beifahrer 0,0 unsicher an. Also war extrem sicher alles, extrem gutes Gefühl, extrem professionell. Das ist es. Also es sieht von außen teilweise wild aus, aber meine Erfahrung ist, bei ganz Motorsport-Unerfahrenen, da
schlägt er die Hände über den Kopf zusammen. Normalerweise ist es immer andersrum. Ja. Er ist der Ingenieur im Team, ja, und deswegen ist er immer auf mysteriöse Art und Weise, war früher immer, sofern das selber sagen. Dein Auto immer. Mein Auto war immer so ein bisschen problematisch. Ne? Nee, ich habe schon gesagt, ich habe leider so ein Ohm über mir, dass in die Autos, wo ich immer mal reinsetze, irgendwas passiert meistens leider immer. Nichts Schlimmes. Was hast du gemacht? Ich habe gar nichts gemacht, ich weiß nicht. Nicht, dass irgendwer anders irgendwie Stecker abgezogen hat. Oder so. Aber ich habe auch schon gesagt, lieber so alt, dass es radikal kaputt fährst. Ne? Ja. Dafür sind ja solche Funktionen da. Ne? Wenn man sie nicht haben wollen würde, würde sie einfach totlegen. Genau. Ladedruck weg, aber ich weiß noch nicht den Grund. Also es war definitiv nicht Öldruck, nicht Wassertemperatur. Eine einzige. Die erste Runde konnten wir fahren. Ja. Genau. Und die zweite bin ich dann nur das Ende noch gefahren im Cooldown-Mode, aber das hat dann in der zweiten auch schon nicht mehr geklappt. Dann musst du nachher vorbeikommen. Aber ich muss es dann nochmal vernünftig machen, weil dann hast du noch keinen Rücklichteindruck. Ja, also wir sind zumindest hier. Mal ja. Dann mit Skript fahren. Ja, ja. Also er hat jetzt schon gespürt, was das Auto so macht, rein mechanisch, aber ich habe ihm auch gesagt, dass das noch die Spaßreifen sind. Das kannst du nicht vergleichen. Aber die Gripreifen fahrt ihr auch hier? Nee, also. Also auf jeden Fall. Ja. Egal, sobald es Wettkampf ist. Ja, sobald richtiger Wettkampf ist, dann geht's los. Für Show, da macht man halt so wenig. Ja. So wenig Potenzial für Autopartner. Also ich als Techniker habe vorher schon gesagt, dass ich es eh krass finde, dass es überhaupt hält. So, ne? Dass das nicht einfach so erste Kurve auseinanderfällt, kein Bock mehr, es reißt alles ab, viel zu heiß, kühler Platz, Schläuche weg und so weiter. Ne? So, das ist schon hart. Also das ist, wenn du es wahrscheinlich mit deinem Sport vergleichst, hast du halt klar in der Zeit volle Last und Drehzahl und alles, aber bei uns hast du das halt wahrscheinlich über die Dauer. Ja, ja, so das viel länger. Das, was wir an dem ganzen Wochenende fahren, machen wir in der ersten Runde. Dann ist bei uns auch noch diese Klatschsticks und diese Schläge auf ganzen Antriebsstand. Und kein Kaltfahren zwischendurch. Bei uns ist ja immer Kaltfahren und so weiter. Ne? Ja, geil. Nee, trotzdem vielen, vielen Dank. Gerne. Lieb gerne nehme ich das Angebot natürlich an. Komm nochmal wieder und gib mir nochmal die volle Dröhnung. Aber ich würde sagen, jetzt erstmal gucken, was los ist. Die Jungs sind dran. Genau. Ich hoffe, es ist genug Material dabei zusammengekommen mit unseren Kameras. Aber machen wir das Beste daraus. Ne? War geil. Vielen, vielen Dank. Gerne. Super gern. Wir können jetzt tatsächlich mal ein bisschen hier durch die Boxengasse laufen. Erstmal geil, man liegt hier so richtig drin. Boah, war eh gar nichts zu sagen. Funktioniert nicht.